Willkommen zurück zu Pauli Bridge 2. Willkommen zu einer weiteren Folge und gehen wir gleich in die Welten. Und zwar sind wir immer noch bei den Kieferbergen, aber das sind jetzt wahrscheinlich nur noch 2 Folgen, vielleicht 3, keine Ahnung. Beginnen wir mal mit 1.11, Stop and Go. Budget 25.000 Dollar. Materialien Straße, Holz, Stahl und Hydraulik. Manche Checkpoints stoppen das Auto und die Abfolge hier ist tatsächlich sogar ganz kompliziert. Wir haben die beiden Autos, das kleine blaue und den großen roten Van. Die fahren beide los, dann seht ihr hier in der Mitte, da ist dieses Stoppzeichen, das stoppt den Van genau da, wo er steht. Dann haben wir eine Hydraulikphase, das Boot fährt durch, dann haben wir wieder eine Hydraulikphase. Und dann fährt der Van weiter. Ihr seht A2.1, das heißt, von hier aus geht es dann weiter. Dann müssen wir hier eine Straße bauen. Ich weiß nicht genau, warum da schon ein Stück Straße ist, aber wir bauen einfach mal weiter. So, und dann machen wir das natürlich mit Holz, weil Holz deutlich billiger ist. Schön große Dreiecke hier drüber. Wir machen erstmal eine ganz gewöhnliche Brücke und um die Hydraulik kümmern wir uns danach. So, ich weiß nicht, ob das stabil genug ist. Ja, nee, okay. Also wir müssen uns auf jeden Fall unterstützen. Hatte ich sowieso vor. Und das hier passt wunderbar. Also das ist perfekt abgesichert. Mal schauen. 30% nur noch von der Belastung her. Der Van kann da tatsächlich auch stehen bleiben. Ja, also es funktioniert wunderbar. Dann müssen wir jetzt hier nur noch die Hydraulik reinbringen. Das heißt, wir machen hier so eine Hydraulik rein. Ein Teilungspunkt. Ich habe den genauen Namen vergessen. Egal. Und dann müssen wir die beiden hier wahrscheinlich abmachen. Ziehen wir hier eine Hydraulik rüber, dann ziehen wir das Ganze nämlich nach rechts. Und dann sichern wir das hier unten nochmal ab. Und zwar versuchen wir es mal so. Und dann lassen wir das Ganze mal laufen. So, also die beiden Autos fahren drüber. Der rote Van bleibt stehen. Das kleine blaue Auto kommt bis zur Flagge. Dann die Hydraulikphase. Gehen wir mal hier hin. Oh, das ist sehr knapp. Ja, also das Boot ist da gerade so noch durchgefahren. Hydraulikphase beendet, es fährt wieder runter und das ist in Ordnung. Der obere Bogen ist praktisch gar nicht belastet worden, also den können wir deutlich kleiner machen. Allerdings die Befestigungspunkte, die Streben hier unten, die sind nun wirklich ein bisschen gelb geworden. Ja? Also das können wir hier deutlich kleiner machen. Das können wir deutlich kleiner machen. Versuchen wir mal hier 2 Bögen zu machen. Die beiden Punkte sind... Nee, der Punkt ist in der Mitte. Machen wir den mal ein bisschen kleiner. Machen wir den mal so. Ja. Und ziehen wir mal die alle hier runter. Genau so. Genau so. Und das machen wir wieder zu einem gleichseitigen Dreieck. Ist es auf derselben Höhe? Ja, das ist auf derselben Höhe. Wunderbar. Ich würde sagen, die ziehen wir alle einfach mal runter. Ein ganz schönes Stück. So, und dann machen wir das hier wieder gerade. So. Ist das günstiger? Das ist auf jeden Fall günstiger. So, dann versuchen wir es mal damit. Wir haben jetzt hier deutlich etwas an Geld gespart. Wunderbar. Das fährt hoch. Reicht das noch vom Winkel her? Ah, locker. Wir haben das kleiner gemacht und der Winkel wird größer. Wunderbar. Also das können wir auf jeden Fall noch kürzen. So, mal schauen, ob das das aushält. Oh, ja, okay. Also die oberen Verstrebungen sind immer noch eigentlich ganz in Ordnung. Die können wir immer noch kleiner machen. Also das machen wir hier noch ein Stück kleiner. Das da geht leider nicht. Müssen wir das ein Stück zurückziehen. So, ja, also dann haben wir hier auch einen gewissen Bogen. Und das hier können wir deutlich kürzer machen. Das heißt, wir ziehen das hier mal rüber. Können das hier vielleicht auch nochmal, machen wir es mal so. Haben wir hier auch so ein bisschen was wie einen Bogen. Ich weiß nicht, vielleicht können wir das
so machen. Also es sieht schon so ein bisschen wie ein Bogen aus. Ist sogar symmetrisch. Also versuchen wir das mal. Kann man das hier noch irgendwie ein bisschen billiger machen? Nee, das ist schon so ziemlich am günstigsten Punkt angekommen. Ja, wobei, das ist ein bisschen günstiger. Da machen wir das mal so. Und hoffen wir mal, dass die Brücke nicht zusammenbricht. Oh, das ist orange geworden. Vom Winkel her passt es aber immer noch. Ja, also wir können das immer noch kürzer machen. Ah, ja, das wird ganz kurz orange. Oh mein Gott. Okay, das war auf jeden Fall knapp. 97,9%. Ja. Wir können es halt immer noch kürzer machen. Also ich würde sagen, versuchen wir es mal so. Beziehungsweise versuchen wir es einmal so. Es ist wahrscheinlich zu kurz. Aber wir können es einfach mal austesten. Ja. Ein bisschen schneller bitte. Ja, das reicht nicht. Okay. Also das war wirklich zu kurz. Müssen wir überlegen, ob wir es so machen oder ob wir es so machen. Ich glaube, ich probiere es mal erstmal so aus. Ha, wunderbar. Das passt praktisch perfekt. So, und jetzt darf die Brücke nicht zusammenbrechen. Ich habe 93 gesehen. Okay. Aber es hat geklappt. 94 sogar. War das Höchste. Ja, was können wir hier noch ein bisschen kleiner machen? Ich meine, den Bogen an sich hier. Ich weiß nicht, ob wir es auf der anderen Seite können. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass wir es hier können. Dann können wir das hier wieder zum gleichseitigen Dreieck machen. Das können wir auch zum gleichseitigen Dreieck machen. Einfach mal austesten. Okay, wunderbar. Ah, schade. Okay, also das hat nicht funktioniert. Dann müssen wir das hier wieder ein bisschen größer machen. Dann ist es nicht mehr ganz symmetrisch. Aber hoffentlich ist das nicht allzu schlimm. Okay, das hat gerade noch so geklappt. Wunderbar. Dann hätten wir 10.783 Dollar verwendet. 94,2% war die maximale Belastung. Dann machen wir das mal noch ohne Belastungsanzeige. Und da haben wir die wunderbare Brücke. Wunderbar. Also, dann geht's weiter zum nächsten Level. 1,12. Felsstütze, Budget 24.000 Dollar, Materialien, Straße und Holz. Vielleicht können wir diesen Felsen zu unserem Vorteil nutzen. Und wir haben eine Limousine am Start. Und ich habe tatsächlich herausgefunden, wie man die Masse herausfindet. Man muss gedrückt halten. Gewicht 5,0 PG, Polygramm, glaube ich. Geschwindigkeit, Beschleunigung und Pferdestärke. Ich weiß nicht genau, was der Unterschied zwischen Beschleunigung und Pferdestärke sein soll. Vielleicht wisst ihr es. Jedenfalls bauen wir hier eine ja, ziemlich lange Strecke. Und dann ziehen wir mal hier die Straße drüber. Wir müssen dann eben den Felsen benutzen, um uns abzustützen hier in der Mitte. Dann versuchen wir das einfach mal. Das sollte ich vielleicht ausschalten. Machen wir das mal hier so in die Mitte. Und ziehen das mal so weit wie möglich da rein. Dann machen wir mal hier kurz das Raster aus und schieben das da so richtig in die Ecke rein. Wie weit kann man das hier eigentlich ziehen? Ziemlich weit, dann machen wir das mal bis dort. Aber von der Strecke her reicht das nicht mehr, dann müssen wir das einmal so verbinden. Machen wir das mal, ja, ich würde gerne so ein Dreieck schon da noch reinbekommen, also machen wir das einmal so. Ziehen das bis ganz nach unten gegen den Felsen. Ich weiß nicht, was hier besser wäre, ob das weiter links oder weiter rechts. Machen wir es einfach mal so. Dann würde ich sagen, eine letzte Verbindung und zwar hier. So, und das
bleibt da gar nicht drauf, glaube ich. Also müssen wir hier nochmal eine extra Verbindung machen. So. Und die ziehen wir bis ganz nach unten wieder. Und dann kommt hier noch eine Verbindung rein. Wunderbar. Gut, dann haben wir jetzt hier die Brücke in zwei Teile geteilt. Und da würde ich sagen, machen wir jetzt hier einfach Bögen drüber. Beziehungsweise erstmal große Dreiecke. Und dann machen wir daraus einen Bogen. So, machen wir den mal so, machen wir den mal so. Da haben wir so ein zweiteiliges Zentrum, also die Mitte besteht aus zwei Pfählen. Wenn wir die ein bisschen kleiner machen, können wir es leider immer noch nicht rüberziehen. Wir können es bis hierhin ziehen, aber leider nicht näher dran. Ja, dann machen wir es einfach so. Dann gehen wir zu der anderen Seite, die ist, glaube ich, ein bisschen größer. Ja, egal, ziehen wir es mal rüber. Es ist sehr schief, aber nicht schlimm. Vollkommen egal, wir ziehen das sowieso nochmal ein bisschen. So, ich glaube, das müssen wir auch ein bisschen reinziehen. So, dann haben wir hier zwei schöne Bögen. Und in der Mitte haben wir die Befestigung am Felsen. Dann testen wir das Ganze mal aus. Die werden ziemlich rot, die Brückenbögen. Die eine Straße ganz in der Mitte auch. Es hat geklappt. Beim ersten Versuch. Wunderbar. 69,2%. Dann können wir die wahrscheinlich noch ein bisschen kleiner machen. Also ein Feld kleiner machen. Viel weiter würde ich dann aber auch nicht gehen. So, und auf der anderen Seite natürlich auch. Ich weiß noch nicht ganz, was wir da mit der Mitte anfangen sollen. An sich sollten wir da natürlich auch ein bisschen Geld sparen. Es hat uns hier $1 gespart, zwischen hier und hier. Das sind wieder einige mehr. Das sind wieder einige mehr. Also ist das hier wohl am besten. Ziehen wir das auch nochmal so in die Mitte. Und ja, ich weiß wie gesagt nicht, was man hier noch groß tun kann. Ich meine, das sind im Grunde alles wichtige Verstrebungen. Ja, also wahrscheinlich wird es das auch mit der Brücke dann sein. 91 habe ich gesehen. Und der zweite Brückenbogen ist tatsächlich nicht ganz so schlimm. Ich glaube, den können wir noch ein bisschen kleiner machen. Aber auch nicht mehr viel. Und das machen wir dann so, ja. An den Seiten würde ich das vielleicht nicht mehr kleiner machen. Machen wir die aber immerhin gleichzeitig. 91, 80, 87 oder so. Also auf jeden Fall ganz in Ordnung. Dann haben wir $18.395 und 93,2%. 1.13, Zugbrücke Nummer 2, Budget $15.000, Materialien Straße, Holz, Stahl und Hydraulik. Eine weitere Zugbrücke, jetzt wird nicht getrickst. Wir haben zuerst mal eine Hydraulikphase, dann das Boot, eine weitere Hydraulikphase und dann hier den Krankenwagen. 9 Polygramm, der ist tatsächlich ziemlich schwer. Bauen wir einfach mal eine Straße hier rüber. Wunderbar. Und dann müssen wir das hier natürlich absichern. Wieder machen wir einfach große Dreiecke. Und wir ziehen die hier drüber. Wunderbar. Machen wir das mal groß. Und von unten machen wir natürlich auch Stützen. Reicht das? Ah, hoppla. Ich muss erstmal wieder Holz nehmen. Das reicht leider nicht. Das ist sehr schade. Dann müssen wir... Ja, ich glaube, da mache ich das einfach mal so. Und so. Das sollte etwa passen. Dann können wir hier mit vielen anderen Ankerpunkten das noch befestigen. Aber ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt benötigen. Machen wir das mal so. Und dann müssen wir hier... Na, Dankeschön. Müssen wir das aufteilen. Und dann machen wir hier eine Hydraulik dazwischen.
Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. So. Wieder die Belastung anzeigen. Das wird natürlich rot da. Das hat soweit geklappt. Wunderbar. Dann muss es wieder runterfahren. Und dann kommt der Krankenwagen. So, den Stern haben wir. Okay, also unten ist ziemlich stark belastet, aber oben praktisch gar nicht. Also das können wir deutlich kleiner noch machen. Viel, viel kleiner. Machen wir das mal so. Bringen wir mal die alle etwa auf dieselbe Höhe. So und so. Wunderbar. Dann sind die alle etwa gleich hoch. Ich denke mal, dass es kaputt gehen wird. Das Boot kommt locker durch. Da können wir die Hydraulik wieder ein Stückchen kleiner machen. 84, 87, 89. Also eigentlich ist es gar nicht so stark belastet. Also können wir das ruhig noch ein bisschen kleiner machen. Ziehen wir das mal hier rüber. 1, 2, ziehen wir das mal darüber. Das kann, glaube ich, auch noch ein Stückchen kleiner werden. Das kann ein Stückchen kürzer werden. Haben wir hier fast so einen Brückenbogen, wie ihr seht. So gerade so angedeutet. Ich meine, das hier ist wahrscheinlich ein bisschen symmetrischer. So, das wäre so ein Brückenbogen, der da drüber führt. Und damit können wir ja hier schwer einen Bogen machen. Das sind nur zwei Segmente. Die können wir vielleicht ein bisschen zusammenziehen. So. Das reicht immer noch von der Hydraulik. Also locker. So, 97, 92, oh, das ist ganz schön rot. Es hat aber funktioniert und wir haben keinen Stahl benötigt. Ich weiß nicht, warum man viermal Hydraulik bekommt, soll man die ganze Straße hochheben oder wie. Ja, also braucht man einfach nicht. Ich denke mal, das können wir noch ein bisschen kleiner machen. Ich glaube, hier drüben können wir nicht mehr viel machen. Also das war wirklich schon ziemlich rot. Ziehen wir das nochmal ein Stück rüber. Hier die Hydraulik ein bisschen kleiner machen. Es kann halt gut sein, dass es jetzt alles zerbricht. Okay, das ist so ziemlich das Maximum. Viel weiter würde ich dann auch nicht gehen an der Stelle. Mal schauen, ob wir rüberkommen. 94. 96. Okay, das lassen wir jetzt aber. Das war wirklich schon sehr stark belastet. 8.329 Dollar, 97,7%. Und damit hätten wir das abgeschlossen. Da haben wir noch drei Level. Mal schauen, ob wir die in der nächsten Folge hinbekommen. Das sind dann wahrscheinlich deutlich schwierigere Level. Aber das wäre es mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!